Na, so langsam fühlt sich zu Hause bleiben doch fast normal an, oder? Und da wir zu Hause sind, gibt's Satisfactory. Auf geht's. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich bin gerade hier ins Spiel gekommen und habe da ein wundervolles Geräusch gehört, nämlich unser gesamter Treibstoffvorrat ist aufgebraucht. Warum ist er aufgebraucht? Weil ich bei der letzten Folge oder beziehungsweise als ich hier Aufnahme gestartet hatte und ein bisschen vorgebaut habe, um diese Halle zu erweitern, die wir schon angefangen hatten, weil das einfach irre langweilig ist, euch dazugucken zu lassen, habe ich das offline gemacht oder wollte ich das offline machen. Und dann musste ich zu meinem Kind und hing dann eine Weile fest. Und in der Zeit lief das Spiel weiter. Das Gute ist, wir haben jetzt einen Haufen Ressourcen. Das Schlechte ist, wir haben keinen Strom mehr. Runter. Und ja, der Grund ist auch relativ offensichtlich. Der ist da drüben. Ein Haufen leergebrannte Generatoren. Das ist einerseits doof, andererseits relativ lax, denn wir müssten hier einiges drin haben. Und ich würde sagen, wir befeuern die einmal fix wieder und dann wird die Sicherung gezogen und dann läuft das wieder. Zack. Zack. So, und bei dem müsste es schon wieder reichen und wir müssten mit der Last zurechtkommen. Aber wir sparen ja gern, ne? Ja, einen kriegen wir nicht aufgefüllt, aber das ist relativ. Der hat sogar noch. Das ist ja herrlich. Kriegt er noch ein bisschen mehr. Und der hat auch noch. Kriegen wir alle voll? Ja, nicht ganz, ne? Und ein bisschen was behalten wir drin, weil wir wollen ja ganz gerne noch. Wir wollen ja ganz gerne noch ein bisschen was für die Kettensäge haben. So. Was habe ich in der Zeit gemacht, als ich nicht dabei war? Tatsächlich gar nicht viel. Ich habe da hinten die Halle weitergebaut, die ist jetzt ein bisschen länger. Und ich habe hier folgende Sache gemacht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass hier alles stillsteht, ist auch schön. Ach ne, ich bin falsch. Wir rennen mal einmal rüber zur Startproduktion. Ja, ist das scheiße hier. Nervt mich das. Nerv. Moin Keule. Hier wollen wir hin. Und hier habe ich tatsächlich einmal nochmal einen Container draufgesetzt, der mal fix alles da oben reinfeuert. Hier, die 100 Stahl sollen da eigentlich nicht rein, aber ist egal. Denn wir brauchen eine ganze Menge Stahl nachher für die Förderwände Mark 3. Und hier haben wir schon ein bisschen was drin. Und hier haben wir auch schon ein bisschen was drin. Ich habe jetzt nämlich den hier nochmal auf Stahlträger umkonfiguriert. Das heißt, wir haben hier oben voll mit Stahlröhren, wenn wir sie mal brauchen. Und der hier knallt erstmal ordentlich Stahlträger durch. Ne, jetzt ist der auch schon wieder voll. Zack, können wir uns gleich noch ein Stack mitnehmen, wenn wir eh schon dabei sind. Jetzt habe ich hier noch ein Rohr. Ein einzelnes. Also, behämmert. Warum ist das so? Egal. Ne, wir nehmen 100 mit. Nur erstmal zum Haben. Und dann geht es ein wenig weiter in der Planung, würde ich sagen. Ich würde ja anfangen wollen tatsächlich mit mit Kohlekraftwerken. Ich würde erstmal einen schönen Kohlestandpunkt aufmachen wollen. Und ja, würde einfach mal gucken, wo wir das hinzimmern. Ich finde da oben, glaube ich, echt geil. Ich meine, der bringt der ganze Survey-Line hier überhaupt nichts. Aber ist ja egal, es ist ficke groß geworden schon, ne? Also hier oben passt jetzt schon ordentlich was rauf. Das finde ich total herrlich. Aber wir sind ja nicht nur hier. Wichtig ist ja, wie es von unten aussieht. Und das ist noch weit cooler. So, erstmal hier Plattform runter. Wir können überall schön durchlaufen und hier geht es halt nochmal eine ganze Ecke weiter. Meine Fresse. Ne? Wie gesagt, hier bleibt einmal Platz für, na, wie heißt's? Für eine Monorail, also einen Zug irgendwann, falls wir ihn mal brauchen. Und hier werden wir für ein Fahrzeug freilassen. Ne? Eventuell stelle ich hier an die Seiten die Container hin, aber das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht machen wir die auch hinten irgendwie ran, an die Wand. Oder nach oben. Wahrscheinlich aber eher nach oben. Und da werden wir dann die ganzen Produkte hinballern, die aus unserer Fabrik hier rauskommen sollen. Was ich jetzt noch ausprobieren will, ist, ob wir irgendwie Rohre an die Decke kriegen.
Das fände ich tatsächlich gerade noch mit am interessantesten. Und dafür holen wir uns jetzt erstmal aus dem Shop die Halterung. Zack, schon sind wir oben. Ne? Unser Schredder müsste mittlerweile hier auch ein paar Dings rausgehämmert haben. Dann haben wir hier 5 Coupons. Nur in die Liebe. Her damit. Und da hat mich der gute Thorsten darauf aufmerksam gemacht. Wir können noch ein bisschen was erforschen in der MLM. Das werden wir auch gleich einmal in Auftrag geben. Hier sind nicht reingepackt. Wo habe ich die Coupons hingepackt? Hier sind sie. Ja, 13, 12 Stück. Das ist schon mal ein bisschen was. So, erstmal kaufen wir einmal fix ein. Hypertubes, Wall Attachments sind cool. Pipeline, Wandbefestigung. Die kaufen wir erstmal. Dann die Strommasten für die Wand. Die will ich auch ganz gern haben. Und was war mir noch wichtig? Fabrikwagen ist mir Lachs. Das ist mir auch noch relativ Lachs. Das sowieso. Und die Wandhalterung nehmen wir auch gleich mit. Und Fensterwände. Die finde ich halt auch geil. 18. Scheiß noch eins. Oh, die kosten 9. Krass. Die sind halt erstmal kein Muss, ne? So, kaufen wir erstmal die Wandhalterung. Und hoffe, dass das dann auch gleich Deckenhalterungen sind. Die Frage ist, kommt hier ja nochmal was dazu? Oder war es das dann? Ne, das war es dann. Okay. Gut. Dann probieren wir das jetzt mal weiter aus. Und in die Mähen wollten wir gucken. So, was können wir denn da reinmachen? Erstmal ein paar Bärchen. Ne, was ist das denn? Haben wir noch nicht gefunden. Was? Nährstoffmischung? Rohre, was ist das hier? Stator, den können wir noch gar nicht bauen. Und Draht. Elektroschnecken hätten wir nur die gelbe. Katerium. Wir könnten jetzt ein paar Barren herstellen tatsächlich, mit denen wir es so gefunden haben. Und könnten dann gucken, dass wir diesen Turbodraht kriegen. Wofür ist der? Aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit eignen sich Katerium ideal für kleine hochmoderne Elektronik. Wofür auch immer man das braucht. Die haben wir auch noch nie erforscht, oder? Forschung beginnen, machen wir gleich fertig. Alien-Panzer. Zack, haben wir das auch durch. Was ist das? Strukturanalyse. Belohnung ist Biomasse. Also mit Biomasse machen wir das. Zack. Steht erstmal nirgends, was es bringt, okay. Was ist das? Amir-Pistole. Ah, haben wir die scheiß Knarre endlich. Ist das? Vergrößerter Werkzeuggürtel ist auch cool. Und was ist das? Amir-Stachel-Munition. Ja, die bräuchten wir wahrscheinlich auch, ne? Und da können wir noch nicht hin. Verbesserter Objektscanner, okay. Gucken wir mal, was das hier bringt. Rödel, rödel, rödel. Geht da recht fix. Danke. Das auch nochmal. Belohnung Biomasse. Habe ich da eigentlich Biomasse für bekommen? Bestätigen. Was ist das denn? Medizinischer Inhalator. Okay, was brauchen wir dafür? Mycelium haben wir noch nicht. Was kann der? Slot Hände, Verbrauchsmaterial. Kannst du vollständig Wiederherstellung der Gesundheit. Ah, quasi ein Health Pack. Und nochmal Inventarslots. Die machen wir gleich. 5 Minuten dauert es. Okay. Wir gucken jetzt mal, was wir so machen können. Es dauert auch 5 Minuten. Eigentlich hätte ich ganz gerne erst die Knarre. Wir hätten alles mehr oder minder da. 25 Rotoren, 500 Schrauben und ein paar versteckte Eisenplatten. Die holen wir uns gleich. Aber wir gucken nochmal weiter. Ist hier noch irgendwas, was wir machen können? Blütenblätter. Forschung beginnen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt die Lackierpistole. Zack, steht die. Ja, da ist sie. Farbpistole. Da haben wir tatsächlich Eis auf Tesch. Dauert 5 Minuten. Aber nicht. Draht haben wir keinen da. Achso, und die Farbkartuschen. Ja, gut. Nährstoffe haben alles, wie weit wir können. Gut. Dann brauchen wir jetzt... Wo war es denn gerade? Hier war es. Größeren Werkzeuggürtel. Ja, gut, okay. Ich will erstmal die Amir-Pistole. Versteckte Stahlplatten, Rotoren und 500 Schrauben. Das ist schnell gemacht. Haben wir alles ratzfatz da. Ich glaube, ich werde hier auch mal ein paar Schrauben reinjagen. Die haben wir da auch in absolutem Überfluss. Wieso bist du so leer? Ja... Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich hier einmal nochmal einen Container drauf klatsche, dass der fleißig weiter produzieren kann. Die brauchen wir nicht. Wo haben wir Schrauben? Schrauben, Schrauben, Schrauben.
Das sind Eisenplatten. Das sind verstärkte besiegende Stangen. Und hier haben wir keine Schrauben. Naja, hier haben wir ein paar Schrauben. Dann brauchen wir Draht. Hui! Hui! Man kann aber auch weit rollen. Nee, hier gibt bald genug Kupfer. Hier haben wir in Massendraht. Und dann brauchen wir von hier hinten noch versteckte Eisenplatten. Die kamen, glaube ich, von hier raus. Ja. Nehmen wir uns ein Stack mit, dann sind wir glücklich. Und dann können wir schon die Forschung für die Knarre beginnen. Das wird auch endlich mal Zeit, verdammte Axt. Oh, was habe ich denn hier für einen Irrlauf jetzt genommen? Hui. Man kann echt weit rutschen. Ist total geil. Backup muss das der Shit sein. Ja, und so viele Schrauben haben wir tatsächlich gerade gar nicht üh, deswegen haue ich da auch nicht so viel rein. So. Endlich was zum Schießen. Wird auch Zeit hier. Zu teuer. Ach, die Rotoren. Scheiße. Mann ey. Ich sollte mir das alles hier hinliefern lassen. Das wäre total gut. So, und dann werden wir noch die Mine Level 2 freischalten. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal genügend Kohle, dass wir dann auch den Plan mit... Das wäre ja wohl nichts. Was macht ihr hier? Rumliegen. Gut, wird gleich verschrottet. Zack. Rotoren. Dann haben wir auf jeden Fall gleich genug Kohle. Welche im Inventar? Ja, kommt der Scheiß jetzt mal hier rein. Dann ist das so. Obwohl, Moment, wir sortieren mal einmal. Kriegen wir da einen frei? Nö. Aber, ach komm, Scheiß. Scheiß drauf. Wir scheißen da einfach drauf. So. Tü-tü-tü-tü-tü. Dann haben wir in 5 Minuten eine Knarre, beziehungsweise können die dann erstmal bauen. Und wenn wir die bauen können, dann werden wir die auch ganz schnell bauen. Aber dann brauchen wir noch die Munition, die wir auch noch erforschen müssen. Was ein Scheiß. Leck mich fett. Haben wir 5-mal hin und her gerannt. Und alles blöd gefunden. Forschung beginnen. Hau rein. Dann legen wir gleich nochmal hier die Lose ab. Können wir hier noch was abgeben? Nicht wirklich. Produktion hier steht tatsächlich auch still. Also es wird Zeit, dass wir die Kohlekraft ans Rennen bringen. Was ist das hier? Kalkstein. Schon wieder. Also was der ganze Kalkstein immer werden soll, ne? Ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Biomasseblätter. Ach, da kann ich... Ah! Kann ich Biomasse aus Alien-Panzern bauen und aus Alien-Organen. Ich weiß aber nicht, wofür ich die nachher noch brauche, deswegen lasse ich das erstmal. Vielleicht macht das hier noch irgendwie Sinn nachher. Oh, kriegen wir noch einen guten Stack zusammen hier. Das ist doch schön. Zack, renn damit. Den anderen Scheiß schmeißen wir erstmal hier hin. Ey. Kann von mir aus hier dumm rumliegen. Dann wollte ich gerade noch was schreddern, ne? Ja, hier den Kalkstein schreddern wir einmal. Und dann suchen wir aber tatsächlich nach unserem Platz fürs Kohlekraftwerk. Und ich glaube, ich will wirklich da oben rauf. Einfach, weil es cool ist. Hier, wo ist es? Weg damit. Mach das weg. 2 Eisenrohre brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt im Inventar. So, das sieht ja erstmal ganz gut aus. Das haben wir zerhäckselt. Aber damit Rohren hoch wird echt so eine Ansage, wa? Meine Fresse. So. Aber, bevor hier irgendwas anderes gemacht wird. Das meine ich alles nicht. Das meine ich auch nicht. Hier müsste es sein. Pipeline-Wandstütze. Pipeline-Wallhole. Ah, guck mal einer an. So kann ich die auf jeden Fall erstmal da durchziehen. Die Frage ist aber... Pipeline-Stütze. Ja, schade, das geht nicht. Aber wir können Folgendes machen. Wir können da oben nämlich einfach... Müssten wir doch eigentlich eine Land langziehen können, oder? Warum geht das nicht? Dann mache ich mir das einfach ganz einfach. Und ziehe da jetzt ein Fundament hoch. Zu teuer. Ach komm schon. Ist doch nicht wahr.
dann ziehen wir nämlich da oben einfach unsere Rohre lang unter der Decke. Ich glaube, die Idee finde ich total cool. Dann sind die nirgendwo im Weg. Kalkstein. Zack. 1, 2, 3, 4. So. Hat sich der Snack. Ach, ich wollte noch die Forschung für Dings starten. Für den Miner Level 2. Damit ich hier tatsächlich mal vernünftig anfangen kann, das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Geht ja so nicht weiter. Fördermast stapelbar. Ja. Wäre auch noch ganz gut, aber Fahrzeugtransport ist mir wurscht. Ist der Nahkampf auch erstmal da? Also, Miner Mark 2. So, brauchen wir. Naja, die haben wir gleich mal, sind wir gleich mal los. Das sind wir auch gleich los. Super. Ein paar Rotoren rein und Eisenrohre haben sogar die Hälfte schon da. Okay. Das machen wir jetzt erst fertig. Dann haben wir hier mitten in der Base tatsächlich noch mehr Produktion, die wir nicht brauchen. Weil einfach sowieso schon zu viel da ist. Das ist komisch, aber das ist dann halt so. So, hauen wir mal hier oben unsere Rohre weg. Zack. Stahlplatten haben wir genug. Und brauchen im Augenblick auch nicht mehr. Dann holen wir noch ordentlich Rotoren. Bisschen Klingeldraht. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Da wollte es jetzt nicht rutschen, oder? Ich habe da was gehört. Wer will mir was? Ist doch wieder so ein großer, oder was? Da ist er. Ist schon wieder verlaufen. Idiot. Stehst du hier so sinnlos rum? Okay. Einfach nur sinnlos. Halt, können wir auch gleich ein bisschen was mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Bevor wir nachher wieder fünfmal rumrennen. Für die ganzen Rohre, die wir gleich bauen. Bisschen Draht. Und noch 150 Rotoren. Zack. Und kriegen wir die noch rein. Sehr schön. Nehmen wir gleich ein bisschen Müll mit, wenn wir schon mal unterwegs sind, damit wir diesen Abfallcontainer hier mal loswerden. Komm her. Mach er voll. Und dann müssen wir alles dabei haben. Ach ja. Mittlerweile sind hier echt ganz schön Laufstrecken entstanden, ey. Meine Fresse. Das wird nicht besser. Schwupp. Ey, wir könnten eigentlich schon komplett durchtecken, oder? Also ich glaube, wir haben von allem locker genug da. So, rin. Und Feuer frei. Alles bereit für meine Stufe 2. Improved miner included to double extraction rates and improve efficiency of new pipelines. Okay, jetzt ihr macht das mal weg hier. Collection of new, more complex parts is now available for crafting. Ja, nun zeig doch auch mal her, was ich da. An additional project part can now be constructed. Further progress to the next phase is now possible. Oh. Okay. Da brauche ich zwei von diesen kleinen Minern. Und tatsächlich. Na, wie heißt es? Stahlbetonträger. Aus 4 Stahl und 5 Beton werden Stahlbetonträger. Die mache ich jetzt mal noch per Hand. Das sollte nicht das Problem sein. So. Dann wollen wir den Schrott hier noch loswerden, den wir nicht brauchen. Und dann holen wir noch mal ein bisschen Beton, damit das auch reicht gleich. Da hinten steht die Produktion schon. Ich muss das mal ein bisschen aufsplitten hier. Von wo ich was hole. So, dann können die beiden weiterarbeiten. Und aus dem Rest machen wir nachher mal ein bisschen Stahlbeton. Zack, zack, zack. Schön aussehen ist eine Sache. Praktikabel sein eine andere. So. Was ist hier los? Wieso mache ich es mir eigentlich so schwer? Ich kann doch einfach Wände hochbauen, oder? Wände. Nehmen wir die hier auch. Haben wir eine Woche nicht gespielt, dann stellt man sich ja an wie der erste Mensch. 1, 2, 3. Jetzt nehmen wir das hier weg. Und theoretisch. Quatsch. Logistik. Müsste ich die ja jetzt hier ran. Ja, geil. Genauso will ich das. Aber nicht schräg. Genau. Dann ziehen wir die hier schön mittig durch.
ist Quatsch, aber so ist cool. Bitte noch einen ransetzen. Ach, schade. Das ist schade. Ich hätte jetzt gerne hier so weiter aufgestackt. Ne, dass da nicht nur zwei Rohre langlaufen. Das ist ja fast nix. Aber wir machen das trotzdem jetzt erstmal einmal durchgehend. Zack. Nochmal andersrum. Genau. Wenn der Maus einheitlich. Da klingelt ein Wecker. Mitten in der Nacht, ist auch schön. So, dann gucken wir mal, wie das von oben aussieht. Nicht, dass die da irgendwie fett durchgucken. Das will ich auch nicht. Das wäre ganz schön assi. Tüdelülüp. Man sieht nichts. Perfekt. So stelle ich mir das vor. So. Da oben will ich Strom produzieren. Da oben muss ich irgendwie Wasser hinbringen. Und vor allem will ich da oben nicht nur ein bisschen Strom produzieren, da oben will ich ficke viel Strom produzieren. Einfach nur, weil es cool ist. So, kommen wir da irgendwie hoch? Na komm. Bisschen um die Ecke springen, dann wird das schon. Da steht noch ein alter Miner. Ach komm schon. Nimm mir dieses Rumgeeier hier. So, hoch und ab geht's. Den haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen, die guten. Oh, das war mal gar nichts, ne? So, dich sind wir auch los. Ich will da noch rein. Wo ist er? Da. Hängst du fest? Das ist schade für dich und Glück für mich. So, wir wollen hier oben auf die Klippe. Bis ganz nach oben. Dann will ich definitiv hier hinten Kohle. Einfach nur der Optik halber. Habe ich schon wieder eingehört? Oh ja. So, Asi, noch einer. Kommt auch immer ein Doppelpack, ne? Ihr Penner. So, Ruhe im Schacht. So, ne, wie ihr seht, ich habe hier vorne tatsächlich auch ein bisschen weiter gebaut. Ne, da ist mal alles zugepflastert, wie sich das gehört. Und jetzt würde ich tatsächlich... So, wie kriege ich hier Wasser her? Das ist mein größtes Problem. Ich könnte es auch von da hinten holen, aber das will ich nicht. Obwohl, ich könnte da fast einmal komplett unten durch Rohre ziehen. Tauschen wir die hohen Platten durch die flachen Platten aus. Und ziehen da Rohre lang. Und zwar nicht zu wenig. Ne, hier ist das Gelände ja ansteigen und dann hätten wir da, glaube ich, genug Luft, dass das passen könnte. Aber dann brauche ich so viel Strom für die Dings hier, für die Pumpen. Also oben ist cool, aber für Wasser ist oben halt nicht cool, ne? Wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Sollte schon irgendwie Wasser in der Nähe sein. Ich meine, ich habe ja immer die coolen, besten Scheißideen, aber... Die gehört nicht dazu. Waren wir da schon auf dem Plateau? Ich glaube nicht. Ich würde da einfach mal Wasser suchen. Weg, weg, weg. Das sieht doch nach Wasser aus. Das wäre auch gar nicht so extrem weit weg. Ich glaube, da könnte ich sogar mit der Last der Pumpen leben. Wenn wir das einfach von hier hinten holen. Haha! Und Kohle kriegen wir schon irgendwie ran. Das, daran soll es nicht hapern. Ja, das ist Wasser. Das ist ja die Wucht. Na, lass, komm her. Komm her hier. So. Ruhe. Da würde ich sagen, ist noch einer? Oder stirbt der vor sich hin? Ich glaube, der stirbt vor sich hin. Ach, das war er. Boah, es war doch nicht er. Scheiße. Meine Güte. Oh, gefährliches Terrain hier. Nimmt ja kein Ende. Lilo! Klappe halten. So.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie viele Pumpen ich hier hinkriege, ne? In jedem Fall muss ich hier erstmal Beton herlegen. Das ist zum Glück relativ easy gemacht, weil wir ja schon recht weit vorne sind hier. Bis da. Dann machen wir das Förderband auch gleich schick, wenn wir schon dabei sind. Oh, schon wieder einer. Alter Vater, ey. Gib doch mal Ruhe. Dass die alle mit dem Update wieder da sind, ne? Oh, langsam wird's kritisch. Komm her. Sollte mal was essen. So, noch eine. Meine Güte. So, hier. Friss mal Bärchis. Bärchis. Quatsch. So. Und den wieder rein. So, dann machen wir das doch mal. 7. Zack. 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 Liluminae. Ist jetzt gut? Ja, wir reißen den Scheiß hier gleich weg. Den kurzen Produktionsausfall können wir uns, glaube ich, leisten. Machen gleich ein bisschen höher. Und dann ziehen wir hier auch gleich die Hohen lang. So. Zack. Machen sie überhaupt keine große Platte. Ich hätte mehr Beton mitnehmen sollen. Ich döde. Geh los. So. Ist es so eine? Ja, das ist so eine. Zack. 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 Betonieren wir die Fläche hier mal gleich dicht. Und schaffen mal Platz. So, jetzt kommt hier nochmal... Na, trägt die richtige Zahl nicht. Ich glaub's ja nicht. Zack. Und zack. Und zack. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Und ab geht's. Das Ding hier ist völlig überflüssig. Und du wirst eh über kurz oder lang Level 2. Von daher können wir dich so lassen. Sollte alles funktionieren. Perfekto. Und jetzt machen wir hier erstmal weiter. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht gleich die ganze Zeit irgendwie da noch sauber hinbauen. Und hier überall gleich Rampen ransetzen. Wir... Liluminae! Was kläffst du denn da die ganze Zeit an? Da ist überhaupt nichts. Oder ich höre es nicht, weil ich Kopfhörer auf habe, was auch sein kann. Aber trotzdem hast du jetzt die Klappe zu halten. So, wieder mal Selbstgespräche mit meinem Hund. So paradox das klingt. So. So. So, warum mache ich es mir so schwer? Ist eigentlich recht einfach, oder? Ich will die Ausrichtung eigentlich nur erhalten, mehr nicht. Mehr nicht. Ich will, dass da alles sauber hingestellt bekommen. Ja, da kommt schon wieder der Rasen durch, ne? Scheiß Neins! Egal, kommt halt überall Rampen hin. Ab wo? Ab. Eigentlich ab hier schon. Hier machen wir so eine. Zack. Scheiße. Mann ey. So. Da auch. Und da auch. Und da auch. Tada. So. Das ist dumm. Das ist besser. Und Materialverschwendung bis zum geht nicht mehr, aber naja. Man kann ja alles haben. Wir sind ja irgendwann mal dekadent, ne? So, und jetzt kommen die Hohen hier ran und dann passt das. So, so, so. Und dann sind wir doch schon fast in Pumpenreichweite. Gucken wir doch mal. Was machen sie denn? Produktion? Nee. Doch, Wasserpumpe. Da ist er.
Gehen wir mal rum. Wir sind tatsächlich zu hoch. Aber hier können sie hin. So viel steht fest. So, wie dem auch sei. Wir wollen sie passig hierzu ausrichten. So weit ran wie möglich. Das Fundament kommt dann nachher wieder ein Stückchen weg. Kriegen wir hier noch eine neben. Nee. Schade. Ich will eigentlich so viele wie möglich hier gleich haben. Denn wir denken ja jetzt mal ein bisschen größer, ne? Irgendwann muss das ja mit der Stromversorgung hier mal ein bisschen vorangehen. Zack, da eine. Die zieht hoch. Ja, ein bisschen gemogelt, aber das läuft. Die mussten wir ein bisschen eindrehen. Ja, und ich weiß, es ist fast ein bisschen witzig, wenn ich sage, wir müssen ein bisschen größer denken. Und dann habe ich hier nur so einen kleinen Tümpel. So. Das kommt weg. Wir haben schon mal drei Pumpen. Die da brauchen 20 Watt pro Stück. 20 Watt pro Stück. Aber wir sind gierig. Wir wollen mehr. Das wären jetzt, ich glaube, 2,5 Kraftwerke. Also brauchen wir einfach mehr. Ist viel. Oh, Kettensäge. Und decken den ganzen Fuddel. Kann ich dich wegsägen? Sehr schön. Bist eh noch im Weg. So, dann gleich die nächste Wasserpumpe ran. Ja, wir drehen das hier ein bisschen ein, was soll das? Können wir danach hier. So. So, dann haben wir erstmal 4 Pumpen. Die da liefern. Maximal. Das ist ja alles Lachs. 120 Kubik pro Minute. Das heißt, wir haben hier halt Schnauzekettensäge. 240, 480 Kubikmeter Wasser. Das heißt, wir brauchen 2 Rohre. Aber mit 2 Rohren sind wir doch fast erstmal glücklich, oder? Also ich habe da jetzt erstmal nicht so ein Riesenproblem mit. Wenn nicht, können wir das auch so machen, oder? Dann machen wir hier nicht. Rauf, sondern runter. So. So, so, so. Und ja. Das gefällt mir weit besser. Zack. Gut, jetzt haben wir keinen Beton mehr. Macht aber wahrscheinlich fast nichts, hoffentlich. So, wir könnten die jetzt übereinander stapeln tatsächlich schon. Ich habe dafür schon diese netten kleinen Stackable Pipelines freigeschalten, aber das möchte ich tatsächlich gar nicht. Ich möchte die nicht übereinander haben, ich möchte die der Optik halber nebeneinander haben. So blöd das klingt. So blöd das klingt. Das heißt, wir brauchen erstmal Beton, damit das hier weitergehen kann. Den holen wir auch gleich mal. Was brauchen wir dafür noch? Blech haben wir. Rotoren für Pumpen, die wir nicht brauchen. Wir brauchen eigentlich erstmal nur eine Riesenmenge Beton. Und da müssen wir gar nicht großartig rauf und runter. Wir gehen einfach direkt darüber. Machen quasi eine fliegende... Ja, so ein fliegendes Rohr. So ein freistehendes, mehr oder minder. Ups. Schaden und Fixit-Eigentum festgestellt. Das ist auch viel zu geil, ey. Ich könnte mir die ganze Zeit einpissen. So, das hier wird auch bald entschlackt. Mit den Miner Mark II kann ich mir hier viele Förderbänder einfach klemmen. Warum läufst du hier eigentlich noch querfeld ein? Es muss überhaupt nicht mehr sein. Das können wir schon alles viel schöner machen mittlerweile. So wie ich das hier mache, weiß ich noch nicht. Das stört mich, glaube ich, ein bisschen. Das stört mich tatsächlich auch, aber nicht so sehr, dass ich da jetzt Handlungsbedarf sehe.
Brauchen wir uns noch mal ein bisschen Beton. Und Eisenplatten legen wir mal ein paar weg. Beziehungsweise da wir wahrscheinlich... Na, wir gucken mal. Ob wir ein Lager damit füllen können. Wenn nicht, denn... Dies ist voll. Dies nicht. Gut. So, dann haben wir damit erstmal ein bisschen Platz geschaffen. Das heißt, wir können mehr Beton aufnehmen. Was brauchen wir denn mit dem Beton noch? Eisenplatten werden wir wahrscheinlich trotzdem ein paar brauchen. Das heißt, ganz alle weggeben sollten wir vielleicht nicht. Hier, die 29 können da von mir aus rein. Was kann denn noch ein bisschen weg? Stahl könnten wir weggeben. Aber jetzt nicht. So. Dann sortieren wir erstmal hier. Und den Schlagbeton. Und ich glaube, ich nehme... Na, einen mehr nehme ich noch mit. Und ansonsten hier Kupferblech. Für die ganzen Rohre. Da werden wir ja durchaus auch ein bisschen mehr brauchen. Ab. Jetzt keine Zeit für. Zack. Das Lager ist ja noch nicht ganz voll. Na komm, gib mir ein. Na nu? Einen? Danke. So, 500 Rohre. Dann wird bei 600 Beton. Ein paar Eisenplatten. Da wird ein Schuh draus, ich sag's euch. Und dann gucken wir mal, wie weit wir unser Wasser kriegen. Was wir jetzt machen, außerdem machen können, ist schon mal ein bisschen Strom mitnehmen. Das halte ich für eine ganz gute Idee. Ich meine, die Pumpen müssen jetzt noch nicht gleich angeschlossen werden, aber bevor wir nachher gleich wieder losrennen, nehmen wir es lieber gleich mit. Ein Fahrzeug wäre geil. Ich meine, das ist ziemlich unwegsam hier. Von da wird es uns jetzt gerade nicht viel bringen, aber die Laufstrecken sind mittlerweile echt nervig lang. So, und... Moin, was machst du denn hier? Sonst geht's dir danke, oder was? Komm, da war ich drüber. Spitz ja wohl. So, Operation genug Strom. Operation leck mich, ich muss hier außen rumrennen. Wie nervig ist das denn? Dafür wären tatsächlich diese Sprungbrettdinger jetzt gerade mal ganz geil. Um sowas schnell über... Oh, hallo, mein Bierchen. Um sowas schnell überbrücken zu können. Und hier wäre ein Provisorium, glaube ich, gerade ganz gut. So. Damit wir hier überhaupt erstmal rüberkommen. So, die Dinge kriegen das Ganze 10 Meter hoch, wenn ich mich recht erinnere. Die Frau quietscht schon wieder. Ja. So. Das Ganze. 130 Kubikmeter pro Minute. 300 gehen durch ein Rohr, richtig? Im Schwimmen scheint das nicht zu gehen. 300 Kubikmeter. Gut. Also. Ja, 2,5 Pumpen, ne? Wenn ich die übertakte, wie viel kommt dann da raus? Dann kommen wir auf 150. Dann reichen 2 für ein Rohr. Theoretisch. Ja. Müsste, ne? Ja. Dann haben wir hier mit 2 Rohre voll. Das machen wir dann doch. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal hier was hin, damit wir da hoch können. Aber nicht so doll. Das ist zu wenig. Das müssen... Passt das? Ne, das passt nicht. Dann nehmen wir den hier. Zack. Oh, stört mich das optisch. Super gut. Aber gut. Manchmal ist das so. So, dann haben wir hier eine Kreuzung. Ne, ich will hier so ein Scheißding haben. Ich will hier einmal hier und das mal drunter. Damit das ein bisschen ausrichten kann. Kann ja... Kann es, darf es, soll es?
Ja, ich glaube, das darf sogar so. Zack. 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 Und dann kann das ja ohne Probleme da hochfließen. So. Können wir das hier stacken? Ja, perfekto. Das ist ja super. Ein hier hin. Ein hier hin, dann haben wir zwei zusammen. Zack. Du gehst einmal wieder dahin. Und du gehst dahin. Dann haben wir die schon mal angeschlossen. So, dann hätten wir das erste Rohr voll. Dann brauchen wir noch das zweite Rohr voll. Ich Idiot, hat natürlich den Strom nicht mitgenommen wie geplant, aber naja. So. So geht's weiter. Oder auch nicht. Egal. Ganz egal. Kommen wir da hoch? Natürlich nicht. So. Und dann hier noch einen. Das passt. Sehr schön. So, den hatten wir hier mittig platziert. Dann machen wir das auch hier weiter. Der läuft natürlich genau auf den zu, ne? Und der jetzt hier. Und der kommt hier auf die Ecke. Reißen wir den nochmal weg. Bauen wir... Quatsch, das ist keine Produktion. Das ist... Na? Organisation, Transportation, meine Güte. Hier, Wasserpumpe. Naja. Naja. Naja, gut. Soll so sein. So. Und so. Und jetzt brauchen wir das Ständerwerk. Pipeline-Stütze. Die machen wir hier noch so. Mal schauen, ob das passt. Ich guck mal, ob ich damit zufrieden bin. Ich bezweifle. Ah, doch, ist okay. Für mich ist es okay. So. Und Pipeline-Stütze will ich dann hier so haben. Pipeline ran. Na, perfekt. Und dann haben wir hier die beiden Pipeline-Stützen. Sehr schön. So. Und so. Das sieht erstmal strange aus, aber wir nehmen das einfach so hin. Was ich mich auch schon gefragt habe. Oh, das sehe ich jetzt erst. Den muss ich nochmal versetzen. Sonst passt das ja gar nicht. So. Sonst ist das ein bisschen doof. Ja. Wir nehmen das nochmal weg. So. Läuft das richtig? Das läuft richtig. Sehr schön. Und dann können wir jetzt immer schön weiter mit zwei Rohren. Fein, fein. So, hier gleich die nächsten. So. Und dann hier die nächsten. Gehen wir da schräg rüber. Ich will eigentlich nicht so viel schräg gehen, ne? Aber wir könnten schon mal ein Stück höher. Dass wir nicht nur hier haben. Damit man hier auch ein bisschen durchlaufen kann. Pipeline-Stütze. So, das sollten die Pumpen noch eigentlich noch hinkriegen, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht so viel. Das dürften so um die 10 Meter sein. Jetzt, wahrscheinlich. Ah, nee, das sind 5 vielleicht, ne? Bleiben wir mal realistisch hier.
So. Und so. Und dann gehen wir bis wo? Da so schräg rüber, ja, ne? Ich glaube, das kann man gut mal machen. Und da brauche ich dann aber diese Stützen tatsächlich. Ich bin ein Idiot. Ich wollte die doch höher bauen. So. Damit ich hier wenigstens halbwegs drunter durchrennen kann. Jetzt kriege ich mal hier eine Macke. So. Und so. Lege ich die komplett schräg rüber? Ich lege die komplett schräg rüber. Das missfällt mir so. Ich meine, die sind hier eh hoch. Da passt das schon. Dann haben wir das nämlich so. Und. Nee, so nicht. So. Zack. Die hintere an die hintere und die vordere an die vordere. Schwupp, es werde Wasser. Das sieht doch schon besser aus. Ja, damit kann ich leben. So. Wir könnten eigentlich auch einfach schräg eine Brücke rüberbauen. Dafür würde ich aber nochmal diesem Fixit-Ding gucken, wegen den Fundamenten. Auch so eine schrägen Teile bauen können. Dass wir hier so rüber gehen. Für den Anfang machen wir das jetzt einfach so. Erstmal hier den Schrott wegnehmen. Weg damit. Weg damit. Wir brauchen eh wieder Treibstoff. Jetzt habe ich die Kamera verschoben. Ich wusste da was an meinem Finger. So. Und weiter. So, die Frage ist, wie lang können wir denn so ein Rohr machen? Das geht ja bestimmt ganz das Ende, oder? Na ja, immerhin. Dann fangen wir mal an mit so. So, 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 so. Gucken wir mal. Das müsste eigentlich immer auf der Ecke passen. Das heißt, die Ecke, die Ecke, die Ecke, die Ecke. Ja, wir gehen hier einfach mal rüber. Ne? Also das ist keine, soll nicht die abschließende Optik sein. Das wäre ganz schön hässlich. Obwohl, wenn wir das hier so ein bisschen rein versenken. Ne, denn hier so eine Schrägstücke lang, dann ist es glaube ich ganz cool. Aber ich hätte nicht die ganz dicken nehmen sollen. Wir reißen das alles nochmal weg. Scheiße. Ich finde das ja von der Sache her ganz cool. Aber nicht so. Wir nehmen die dünnen Platten und bauen dann tatsächlich eine Brücke. Aber weil es cool ist. Kommt dann noch ein Ständerwerk drunter und dann ist das gut. Wenn ich die dann endlich mal habe. Was wahrscheinlich noch eine Weile dauern dürfte. Weg, 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 halt. Oh, scheiße. Ja, sehen wir dann auch gleich. Weg, weg, weg. So, dann machen wir das nämlich mit dem Platten hier. So. Rüber. Jetzt sind wir auf der Ecke. Dann nehmen wir hier auf der Ecke. So. So passt's. Und rüber über die Hütte. Ne, weil ganz gerade ist irgendwie auch. Immer nur gerade ist auch doof. Bisschen Schwung muss man ja mal reinkriegen. In so einem eckigen Spiel wie Satisfactory. So, und da machen wir jetzt nämlich. Mit den hohen einfach mal ein paar Fundamente hin. Komm, der geht dann noch rauf. Ach komm schon. Gut, ist jetzt nur einmal fürs Vorankommen. Gehen wir jetzt hoch. Na komm,
Nee, kann man nicht. Gut. So. Reißen die beiden wieder weg. 7. Dann machen wir nämlich einmal so. Komm, lass mich hier in den Baum. Ach, komm schon. Wo ging der jetzt hin? Nobody knows the trouble I've seen. So, da hinten will ich eigentlich hin. Da will ich höher. Ach, Mensch. Dann halt nicht. Blödes Spiel. So, die beiden wieder weg. So. Eben nicht. So, so. Die Höhe ist aber in Ordnung. Die behalten wir gleich so bei. Da muss keiner mehr weg. Sehr schön. Dann ziehen wir die einfach stumpf hier rüber. Mal gucken, wie es nachher aussieht. So, dann sind wir erstmal bis hier. Zack, zack, zack. Ziehen wir doch erstmal unsere Röhrchen. So weit, so gut. Na, bis wohin kommen wir? Jetzt muss ich wieder gucken, auf welche Ecke müssen wir. Auf die Ecke, immer die Innenecke, gut. Nach ganz oben. Und dann läuft das. Das gleiche machen wir hier. Das ist dann, och komm schon. Das ist da und dann da. Oder? Ja, nein, ich mag Kekse. Doch, kommt hin, ne? Sauber aneinander und hier tun sie das genauso. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt alles. Nochmal ein Stückchen weiter. Ach komm, ich wollte gerade sagen. Ist doch jetzt nicht wahr. So. Und. So. Und dann müssen wir da tatsächlich nochmal hoch, Idiot. Und dann wäre es die Ecke. Ja, ist genau die Ecke. Wie gut ist das? Gehen wir es da hoch. Boden ist zu steil, was? Achso, ich muss da einmal rum, ne? Na gut, bauen wir uns halt nochmal eine Rampe. Ach Mann, ey. Wie oft soll ich das denn jetzt heute noch machen? Ich hätte es auch erstmal fertig bauen können und dann den ganzen Scheiß wieder wegreißen. Nein, Markus hat's eilig. Wie immer. So, und dann auf die Ecke hier rauf. Und dann müsste das wiederum hinkommen. Ob wir das mit der Steigung so schaffen, ist ein anderes Thema. Aber das probieren wir gleich mal aus. Ich würde sagen, wir bollern die Schnauze. Pumpen einfach mal mit Dings voll. Mit Strom. Ne, gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, nur ein Stückchen und da muss nachher eine Erhöhung hin, aber das ist egal, das ist ein anderes Thema. Jum, jum, jum. Und, ne, müssen wir noch ein Stückchen weiter. Ja, Kettensäge hab. Wir brauchen hier erstmal so ein Messteil zwischen, weil sonst sehe ich hier gleich nicht mehr durch. Zack. Oh. Na? Geht doch. Müssten wir hier einmal ein Brückchen rüberbauen. Das ist ja zum Glück recht easy gemacht. Zack, zack. Ach, nicht genug Freiraum. Echt jetzt? Oh, das sind auch nicht die ganz dünnen, so wie ich wollte. Die wollte ich. So, so. Sauber läuft es drunter durch. So haben wir das auch vorgestellt. So, dann ziehen wir die Pipes nochmal ein Stückchen weiter. Erstmal bis.
Ah, shit. Na egal. Das macht tatsächlich gerade gar nichts. Die wechseln einmal die Seite quasi. So, haben wir hier jetzt ein Messteil zwischen? Ja. Hier ist auf jeden Fall eins. So, dass wir überprüfen können, ob wir mit dem Wasser bis hier hochkommen. Das wäre geil. Dann müssten wir tatsächlich gar nicht viel machen. Aber ich meine, das sind mehr als 10 Meter. Ruhe. Ein bisschen Strom. Und nicht von da. Oh. Was versuchst du denn alles mit Strom, sag mal? Achso, da oben noch. Oh gut. Da sind wir jetzt nicht klein, ne? Zack, irgendwie muss der Strom hierher kommen. Dann kann der auch von da kommen. So. Der steht auf der Ecke, der Ecke, der Ecke. Der Ecke. Wäre da wieder eine Ecke. So, gleich hier. Sind wir bis hier gekommen, ist auch schön. Da. Da. Und. Dum-dum. Das war erstmal dumm. Du kommst hier nochmal weg. Du auch. Und dann überleben wir nochmal kurz. Die Rampe rauf ist auch dumm. Ja, wir gehen einfach. Wir machen es einfach hier hin. Ja. So, dann hier hin. Dann hier hin. Und hier ist schon wieder nichts mehr. Dann kriegst du einmal Duschstrom. Einmal Duschstrom. Ach, scheiße. Da laufen die Pumpen an. Das ist nicht ein schönes Geräusch. Das gefällt mir direkt. Ach komm. Mann, ey. So. Nervig. Die Pumpen laufen. Du kriegst das von hier. Ich habe immer offensichtlich immer noch genug Strom. Hier füllt sich es langsam. Sehr schön. Die müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Es fühlt sich. Wir wollen gar nicht nach vorne gucken. Hier dürfte nur nichts sein, solange das Rohr nicht voll ist. Doch, trotzdem. Na ja, gut. So. Fülle. Maximaler Durchfluss 300 Kubik. So, das ist proppevoll. Das steigt auch ratzfatz. Sehr schön. Wie weit sind wir hier? Nein. Na komm, das Röhrchen ist gleich voll. Na nö. Da tust du dich schon schwer. Obwohl, jetzt machen wir ja hier gerade eigentlich das gesamte Ding voll. Das dürfte einen Augenblick dauern. Ja, das füllt sich jetzt erstmal und dann wird da langfristig auch die Steigung voll. Obwohl, eigentlich müsste die erst voll sein, damit es dann egal. Egal. Wir pumpen einmal durch. Komm. Schupp, einmal leer. Und es füllt sich ratzfatz wieder auf. Sehr schön. So, hier müsste das Ganze angenehm voll sein. Jetzt ist nur noch wichtig, dass das da hinten auch ist. Ich bin gespannt. Das wäre echt der Shit. Viel höher müssen wir nämlich auch gar nicht mehr. Das sieht auch gut aus. Oh. Ach, scheiße, ey. Bin auch mein Mann Depp, ey. Na, du gleich ein paar Bäume wegreißen. Weg damit. Wir brauchen Treibstoff. Obwohl, vielleicht brauchen wir keinen Treibstoff mehr. Auch gar nicht groß sammeln. Was soll der Scheiß. Und hoch mit dir. Und das sieht gut aus. Das sieht aus, als wäre es voll. Schön. Wie hoch man doch mit der blanken Pumpe kommt. Jo, bis nach oben voll. Das ist ja bombastisch. Die hauen da ordentlich rein. So. Ist die Frage, kommen wir hier auch noch hoch?
Und wo exakt stellen wir jetzt die Kraftwerke hin? Ach komm. Das stört mich eh grad. Zack. Zack. Und zack. Weg den Scheiß. Alles Grünzeug weg. So, eigentlich hätte ich sie ganz gern hier so lang. Ne, ein Stückchen ab vom Felsen. Einfach der Optik halber. Und dann erobern uns langsam das Valley hier. Beziehungsweise den Canyon. Das ist ja schon fast, ne? So, heißt natürlich, dass wir noch ein Stückchen höher müssten. Ob das reicht? Ich habe meine Zweifel. Gucken wir mal. Gleich noch einen mehr. Ja, das blöde Kabel. Sei mal drauf geschissen. Oh, das wird spannend. Langsam geht uns der Beton aus. Und ich will aber wissen, ob wir hier hochkommen. Und, oh, das ist einer zu nah. Das ist einer zu weit. Na nun. Was ist das denn? Gehe ich mit den einen näher als mit den anderen? Das wäre reichlich dämlich. Jetzt geht's auseinander. Habe ich das die ganze Zeit so gebaut? Ja, kann ich damit leben? Ja, kann ich. Eigentlich kann ich damit leben. Das ist halt wie ein großes Rohr. Und ja, hier ist Titte. Das wird nichts mehr. Schade. Hätte fast komplett gereicht. Das wäre noch der Shit gewesen. Dann müssen ja einfach mal zwei Pumpen ran, ne? Pipeline-Pumpe. Na? Warum nicht? Wie, muss ich eben ehrlich bauen? Kann ich die nicht da ransetzen? Moment, ich da ein Rohr lang ziehe. Dann, ja, so geht's. Aber nee, so rum nicht. Ist doch falsch rum. Warum sollte ich denn so rumpumpen wollen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da, nach da, nach da. Und dann die. Das sieht besser aus. Nicht genug Freiraum. Ich hab's befürchtet. Naja, gut. Dann müssen wir das System so scheiße machen. Weg mit dem Kabel. Ich wollte einmal eine Folge lang nicht das Thema Maus haben, aber Pustekuchen. So, dann Pipeline-Stütze. So, und ja, eigentlich können wir gleich ein Stückchen weiter rüber gehen. Zack. So. Dann gehen wir hier erstmal kurz auf die Mitte. Hier geht's sauber rüber. Und hier geht's nach da. Das heißt, du musst einmal weg. Und hier in die Mitte. Rüber. Und dann bringen wir die hier wieder zusammen. Relativ zügig auch. Ja, komm, machen wir hier oben. Da haben wir es innerhalb von einer Länge. Dann nehme ich das hier eigentlich auch ganz gerne. Pipeline-Stütze. Wie weit sind die zusammen? Fast nebeneinander, ey. Streng genommen so. Rohr. 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 So. So, dann zwei Pumpen. Eine hier hin. Eine hier hin. Strom habe ich gerade gesehen, haben wir da.
wird mit Fularet. Das Schicksal ist unausweichlich. Manchmal passt das einfach. Nicht genug Freiraum. Zack. Und dann einmal hier hin. Und einmal dahin. Damit pumpen die. Und wir sind schon fast auf Wunschhöhe. Sehr schön. Probe voll. Und wir bauen fleißig weiter. Bis uns der Beton ausgeht. So, so, so. Und hier brauchen wir dann schon fast die Fläche für die Kraftwerke, ne? Gut, dass wir jetzt quasi schon zurückgerannt sind. Ist die Höhe in Ordnung? Wenn wir hier jetzt so eine Rampe ranbauen, kommen wir da bis vorne. Boah, das sieht doch gut aus. Perfekt. Nächste Frage, reicht die Länge? So. Ich befürchte fast nicht. Was ist das denn? Eisenerz. Na gut, was du hast. Oh, jetzt muss ich echt Beton holen. Wattenscheiß. Aber ich glaube, es ist zu kurz. Ich glaube, das ist ein bisschen länger tatsächlich. Wie ätzend. Ich glaube, ein länger ist es. Das heißt, die Steigung muss früher. Einfach kritische Energie, Kohlegenerator und der ist. Ne, hast genau. Drei Stück, wa? Drei Felder lang? Ja. Naja, ein bisschen länger, aber das ist, glaube ich, zu verkraften. Hauptsache, das Ding steht. Bis dahin können wir es zurücksetzen. Na, Opti. Bodenzustand. Ja, noch. Noch. Sehr schön. Dann kann hier tatsächlich wieder so ein Scheißding hin. Perfekt. So, jetzt müssen wir irgendwie lebendig runterkommen. Na, ob das was wird? Zack. Ja. Das war doch mal Glanzleistung, würde ich sagen. Was ist das hier? Ich glaube, das war mal eine Biere. Er macht sich auf dem Förderband gemütlich, ist ja auch schön. Was man so macht mitten in der Nacht. Jo, und dann haben wir gleich ordentlich Strom. Das gefällt mir. Wie voll bist du? Fast voll. Wie voll bist du? Du bist quasi schon voll. Nun mach das rüber, Junge. Weckt mich da schon wieder einer an. Scheiß Viecher. So, in der Zeit haben wir hier erstmal, was haben wir da gerade gefunden, den Scheiß, der kommt raus. Und wir machen nochmal ein bisschen Treibstoff. Werden wir nämlich recht bald wieder brauchen. Und dann hauen wir nochmal eine Forschung an, wenn wir schon hier sind. Falls wir genug dabei haben. Wäre schon was wert, ne? So, noch ein bisschen Holz und Grünzeug. Und gib ihm. Oh, 500 ist ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Ups. Kann ja mal passieren. Hey. Na, kriegen wir den Stack weg? Natürlich nicht. So, rüber da. Für irgendwas brauchen wir... Ach ja, für Fahrzeuge brauchen wir es nachher noch. Von daher, eh wurscht. Ja, von daher können wir ruhig ein bisschen mehr Biotreibstoff produzieren. Irgendwann brauchen wir es auf jeden Fall. So, das gleiche machen wir nochmal mit Holz. Nur ein bisschen schneller. Zack, 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 zack. Ah, nochmal drei Stacks voll, das ist doch super. Der Rest kommt hier auf den Müll. Vier Stacks sogar, ich werde verrückt. Mal sortieren. 1, 2, 3, 4.
Mach mal was Schönes draus. Hier schmeißen wir dann erstmal das hin und das hin. Hier läuft noch alles wunderbar. Hier kommt dann einmal noch. Irgendwas habe ich doch gerade gesehen, das wir nicht brauchen. Hier, die Dinger brauchen wir jetzt garantiert auch nicht. Können wir hier irgendwas starten? Logistik Mark 2. Eisenrohr und Eisenplatten fehlen leider. Damit könnte man eigentlich auch cool die Brücke bauen, ne? Ich guck mir das mal an. Bei Zeiten. Fahrzeugtransport ist mir egal. Xenopäsche. Ich will irgendwas jetzt gerade leisten? Irgendwie nicht. Ich zufällig was dabei, würde ich es noch machen, aber so ist mir das zu blöd. So. Jetzt können wir die Knarre bauen. New equipment unlocked. Und jetzt brauchen wir noch die Mumpeln. Dafür haben wir aber nicht genug da. Ach scheiße. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Die Zeit ist nämlich schon wieder. Wir sind schon wieder drüber. Unglaublich. Wie schnell es doch geht. So, wir können aber noch mal ein bisschen Beton mitnehmen. Und brauchen wir noch Kupfer? Kupfer brauchen wir wahrscheinlich keins mehr. Was brauchen wir für die Kohlekraftwerke? Rotoren. Rotoren und Kabel brauchen wir mehr. Die nehmen wir auch gleich mit und dann knallen wir den Scheißer nämlich gleich hin. Dann brauchen wir beim nächsten Mal nämlich nur noch Kohle. Und dann haben wir Unmengen von dem ganzen Scheiß. So, Kabel steht schon, weil zu viele Kabel. Wir nehmen aber... Ja, komm, wenn man das so. Wir brauchen nicht so viele, aber das ist ja egal. So. Und Rotoren müssen wir mittlerweile auch ganz gut im Überschuss haben. Ich meine, die produzieren alle nur langsam, aber sie produzieren. Oh, ja, das passt. Damit sollten wir da ein paar Stück hinballern können. Was brauchen wir noch? Oh, schwere Eisenplatten. Davon haben wir zu wenig. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Moment, den stecken wir mal weg. 200 Rotoren. Und 186 Eisenplatten. Da können wir ordentlich ein paar Kohlekraftwerke von bauen. Und denen ist das doch was Feines. Bei Zeiten werden wir hier die Brücke rüberbauen. In einer der nächsten Folgen, würde ich aber mal sagen. Muss ja nicht gleich heute sein. Ne? Heute haben wir hier ganz schön viel in der Weltgeschichte rumgebaut. Wobei mir die Brücke da hinten nicht so wirklich gefällt. Aber ich glaube, diese Stackable-Dinger kann ich dann einfach da drunter setzen und dann passt das auch. Moment mal, ich habe doch hier... Da ist ja Wandstrommast, die meine ich nicht. Moment mal. Pipeline, nee. Aber noch nicht. Egal. Hier stockt schon wieder die Zufuhr. Wir müssen das dringend mal optimieren hier. Ich meine, für den Moment läuft es ja cool. Und dann können wir langsam anfangen, unseren Wartungsschacht dazu erweitern. Da freue ich mich ein bisschen drauf, ne? Das wird ganz schön cool. So. Ich müsste tatsächlich nochmal gucken, warum sammle ich den Scheiß schon wieder ein. Egal. Oh, das ist ja geil. Das fällt mir jetzt erst auf. Hier so Hexenringe. Zwar mit Blumen, aber ist egal. So. Ach komm schon. Wo? Da ist er. So. Ruhe. Ich habe das Gefühl, die kommen immer wieder. Da ist noch einer von den Arschlöchern. Kann man ja angehen. So, hier hoch. Und hier hoch. Und dann machen wir mal voll, ne? Bauen wir hier noch rüber? Ja, wir bauen hier noch rüber. Was soll der Geiz? So. Na komm. Oben rauf. Geht doch. Zack. 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 Dann sind wir schon mal bis hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, so. So, jetzt kriegen wir schon einige hin. Noch nicht genug, aber einige. Ich muss auch mal überlegen, wie viel Wasser braucht nochmal ein Kraftwerk? Ich glaube. Genau, 2,5 pro Rohrleitung, ne? Irgendwie so.
heißt theoretisch 5. Warum ist da kein Strom? Ist da das Problem? Gibt wahrscheinlich nichts mehr zu pumpen, ne? So, Kraftwerk. Ne, Quatsch, Wasserpumpe. Kritische Energie, Kohlegenerator. So, noch richtig rum, das wäre gut. Oh, ich glaube, ich baue mir hier mal einen Turm hin. Spezial. War der hier nicht auch immer? Das ist ein Beobachtungsturm. Will mich verschaukeln? Da ist er. Ja, machen wir einmal fix. Der Übersicht halber. Zack. Und dann können wir hier, glaube ich, auch vernünftig die Kraftwerke setzen. Kohlegenerator. So. Oh Gott, so viel Grau im Grau. Und 1. Und 2. Und 3. Runter. Naja, mehr gar nicht. Ups. Wir müssten hier oben, glaube ich, schon lang. Das sind jetzt 3. Dann nochmal einen vierten daneben. Ach komm schon. Scheiß. Guck mal hier. Bitte einmal die Rampe weiter. Zack. 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 Es ging von da oben tatsächlich um Längen besser, muss ich sagen. Ach, jetzt steht er wieder nicht richtig. So, und ein noch. Komm. Das Ding ist so groß, dass man nicht richtig sehen kann, ob er bündig drankommt. Ist das ätzend. Na? Komm. So. Das ist doch schon mal ordentlich. So. Die Förderbänder können wir wesentlich höher bauen. Und da brauchen wir auch keine Pumpen für. Das heißt, wir werden die Kohle von oben kommen lassen. Du kommst erstmal wieder weg. Hier kommen Sonderdinger rein. Zack, 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 zack. Da ist noch nicht mal einer drunter. Was ist denn hier los? So. Das heißt, wir bringen das Wasser jetzt bis hier ran. Pipeline-Stütze. Hier soll's hin. So. So. Und dann gehen wir von hier nach hier. Lassen wir es unten? Nö, das ist oben, ne? Das andere wäre Quatsch. Das war einmal Blödsinn. So. Und so. Zack. Zack. Und dann kommt das hier rangespült. Zack. Das ist das auf der Mitte. So. Und das andere nach hier. Dann muss das tatsächlich nochmal wieder weg. Meine Güte. Da ist die Spitze. Oh. Na. Dann machen wir es auch so. Wenn das schon so schön passt. Zack. Und hier machen wir sie dann. Na komm. Echt jetzt? Das geht nicht. Kann man die normal nicht stacken? Das ist ja egal. Nein. Naja. Stört uns am Ende relativ wenig. Wir haben die sowieso die ganze Zeit nicht gestackt. Dann müssen wir es jetzt auch nicht. So. Und so. Dann einmal gucken, wie weit wir kommen. Obwohl, eigentlich müssen wir das gar nicht. Wir müssen bis dahin. Da muss ein Splitter.
So. Und so. Und so. Und quasi auf. Genau. Hey, was ist das denn? Nicht genug Freiraum? Du brauchst nur da mehr Freiraum, bitte. Das ist ja mal ätzend. Hä? Ach so. Ja, Logo. Die müssen wir ein bisschen nach hinten verlegen. Weil wir sonst mit den. Obwohl, nee, ich glaube, es reicht, wenn wir. Moment. Das hat ja vorhin auch funktioniert. So. Das heißt. Hier muss ein Abzweig hin. Passt das? Ich sag einfach mal ja. Dann muss hier ein Abzweig hin. Das ist natürlich super scheiße. Zack. Und da muss dann nachher auch einer hin. Dass die jetzt natürlich von da oben da so hochlaufen, ist natürlich ein bisschen doof. Aber es sollte trotzdem gehen. So. Das Wasser kommt an. Sehr schön. Wir sind hier drei Felder weit gegangen. Machen wir das jetzt nochmal. Obwohl, du musst nur noch bis hier. Und hier mit ran. Dann kommt nämlich kein Abzweig mehr. Beziehungsweise da kommt schon einer, aber nicht. So. Zack. Zack. Und das Rest, den Rest mal das andere Rohr. Und jetzt gucken wir mal. Nicht genug Freiraum. Nee. Dann nehmen wir das einmal weg hier. Und setzen einen neuen. Und zwar ein bisschen weiter drüben. Ich glaube, das ist zu viel. Das müsste gehen. Zack, zack. Und dann müssen wir locker bis hier kommen. Das ist einer zu. Oh, komm schon. Das ist jetzt echt nicht das Ding, oder? So. Oh. Wir haben zu weit gebaut, sehe ich gerade. Bis hier müssen wir gar nicht. Wir müssen nur bis hier. Das heißt. Komm her. Zack. So. Danach. Da. Danach. Da. Und theoretisch. Müsste da auch noch ein Rohr ran. Aber das probieren wir einfach mal aus. Kann ich direkt eins ransetzen? Den Merger? Nö. Schade. Gut. Dann. Gucken wir mal, ob das passt. Ja. Sehr schön. Und dann 1, 2, 3. Machen wir hier wieder weiter. Da ist drei Kraftwerke dran. Setzen wir hier noch eins neben, oder? Kritische Energie, Kohlegenerator. Und nochmal Scheiße sehen und gucken, dass wir das irgendwie rankriegen. Also ganz ehrlich, wer hat sich das denn ausgedacht? Können wir mal rüber? Nein. Sind wir weit genug da? Ich weiß es nicht. Passt das? Ne. Der ist zu weit vorne. Also nochmal. So. Komm schon. Ne, nach hinten. Ja, nach hinten. Ich glaube, so passt es. Passt es, passt es, passt es. Nein, jetzt wieder zu weit vorne. Und falsch rum. Super. Ach, ich kriege mal eine Macke heute, ey. Heute will mir doch jemand auf den Sack gehen. So, ich glaube da. Ach, komm schon. Jetzt bin ich hier echt auf die rechte Maustaste gekommen. So. Echt jetzt wieder ein Mühe. Meine Güte. Ich versuche mich da an der weißen Linie irgendwie zu orientieren, aber irgendwie will das nicht. Ah ja, da ist eine blaue Linie, nehmen wir doch die. So, jetzt passt's. 1, 2, 3.
Das heißt, hier nochmal eine Pipeline hin. Zack. Und danach da, danach da. Und dann haben wir die alle mit Wasser versorgt. Dann fehlt nur noch Kohle. Und dann steht hier schon unsere fette Kohleproduktion. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kraftwerken. Super gut. Na, ob wir da nochmal so einen Splitter rankriegen? Ich weiß es nicht. Jo, passt. Sehr schön. Und hier ein auf. Auch super. Auf der Höhe kriegen wir eine blaue Linie. Nö, natürlich nicht. Aber hier kriegen wir noch eine. So, so. So passt's. Bisschen hoch. Dann wird das schon. Rohre ran. Und gib ihm hart. Tö. Kann ich eigentlich, wenn ich die da ransetze? Ach, ich kann die auch, drehen, ich Idiot. Dann muss das nicht so bescheuert aussehen. Mache ich das jetzt noch? Oh, ich finde das eigentlich ganz cool. Druck ist da genug drauf auf die Lunte. Die müssten auch schon vollgelaufen sein. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was die an Energie verbrauchen nachher. So, und eigentlich würde ich die ja hier ganz gern verknüpfen, ne? Wir gucken mal einmal. Denn theoretisch kriegt das letzte hier gerade zu wenig. Pipeline, Pipeline. So, ist dann der Rest, der noch da ist, geht dann. Nee, das geht hier mit rein. So. Allerdings ist das doch noch voll Lotte. Ist ja auch Quatsch. Machen wir weg. Machen wir auch mal weg. So, hier fehlt schon was. Das heißt, da muss vorne noch was rein, das von dem kommt. Ja, dann war es doch richtig. Ne, bevor Sense ist, auffüllen. So, so. Natürlich nicht. Nochmal weg. Hat ja auch vorne erst funktioniert. So. So, so, so. Zack. Dann wird der nämlich nach dem zweiten Kraftwerk, richtig? Ja, wieder aufgefüllt. Hier fällt der Druck ab. Hier wird er wieder aufgefüllt. Und theoretisch sollte das dann bis hier hinten durchgehend gleichbleibenden Wasserdruck haben. Wupp, das wird schon. So, jetzt setze ich mir hier nochmal einen Turm hin. Guck mir das Ganze von oben an. Wo auch immer das war. Da. So, das stört er nicht groß. Wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Zack. Und dann können wir nochmal gucken. Wupp, wupp. Und ab nach oben. Das sieht doch gut aus. Noch besser jetzt ausgesehen, wären wir nicht runtergefallen. Auch nochmal von der einen Seite gucken. Ja, ne? Gönnen wir uns. Das haben wir dann auch noch, wenn wir eh schon eine halbe Stunde alter Vater überzogen haben. Dann können wir das auch noch machen. Zack, zack. Ach komm. Jetzt sei mal nicht so. Das sieht doch noch was aus. Fetti Generators. Zack. Das denken sie, unsere Generatoren. Das ist doch was Feines. Mal gucken, wie wir noch weitere da lang ziehen können. Und die haben dann theoretisch eine Ausgangsleistung von Kohlegenerator. 75. 150. 300, 450 Watt. Wir haben jetzt aktuell zack 350 im Maximum. Das heißt, die alleine könnten schon unsere gesamte Energieversorgung wuppen. Das klingt doch gut.
Ne, wir werden noch Notfallgeneratoren da hinten bei den Turbinen hinstellen. Die wir im Zweifelsfall anschmeißen, wenn wir nochmal Wasser nach da oben hatten, nach dem Stromausfall. Und dann kicken wir mal. Also von der Sache her finde ich es erstmal sehr cool. Vor allem das Gelände wird noch wieder weitläufiger. Sieht noch urbaner. Urban finde ich auch im Zusammenhang. Urbaner aus, ja. So. Jetzt. Das gönnen wir uns auch noch. Zack. Hat das auch endlich ein Ende. Jetzt kommen wir schon wieder nicht hoch. Dup, dup. Doch, hier, oder? Na, komm. Komm. Ah. Scheiß noch eins. So, so geht's. So. Nee, ist das ja auch schick. Super. Gut. Lieben. Stopp. Eigentlich wollte ich es dabei belassen, aber ich lag gestern Nacht tatsächlich im Bett und habe gedacht, nein, Markus, so geht's nicht. Zum einen ist die Folge eh viel zu lang und dann kannst du gleich eine Doppelfolge draus machen. Das mache ich hiermit jetzt. Und zum zweiten wollte ich eigentlich was ausprobieren. Und was genau, das werde ich euch jetzt zeigen. Zum einen werden wir hier alle von diesen bescheuerten Rohren wieder wegreißen. Beziehungsweise fast alle. Und dann werde ich Folgendes machen. Ich hatte nämlich eine Theorie und die möchte ich ausprobieren. Wir haben zwei Rohre, die jetzt gerade nicht parallel stehen, was ganz schön doof ist, was ich aber brauche. Und so, so. So weit auseinander. Machen wir mal so. Passt das? Das passt. So, jetzt habe ich nämlich folgende Theorie. Zum einen holen wir erstmal das hier rüber. Und das hier rüber. Und dann ist mein Gedanke bei der ganzen Geschichte. Wenn wir jetzt Folgendes tun. Scheiße, wir sind zu nah beieinander. Das war es doch noch nicht. Was aber daran liegt, dass wir hier noch genau nebeneinander sind. So, passt auf. Nee, so nicht. Hier, Pipeline-Spitze. Stückchen weiter rüber. Kommt jetzt nicht auf einen halben Meter an hier. Und hier machen wir das gleiche. Wir haben dazwischen 1, 2, 3, 3 Felder Platz. 1, 2, 3. Halt. So. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann ziehe ich jetzt dieses nette kleine Rohr hier rüber. Und das kann jetzt dahin. So, jetzt haben wir Wasser von allen 1, 2, 3, 4 Pumpen in bis hierhin den beiden Rohren. Was ich jetzt machen will, ich verbinde jetzt hier die beiden Rohre. So. Setze. Ah, na kommt. Ich habe es eben gerade ausprobiert, es hat funktioniert. Also bis, zumindest bis dahin. Müssen wahrscheinlich genauer zusammenlaufen. Ja, man hört es auch wieder, die Pumpen laufen. Na komm. Ich will die tatsächlich zusammenspaxen. Und theoretisch müssten diese beiden Rohre dann insgesamt einen Durchfluss von 600 haben. 600 Kubikmeter. Und zwar egal von welchem Rohr ich am Ende Wasser wegnehme. Ne, solange ich dahinter wieder so einen Zusammenschluss mache, müsste der Wasserdruck bis zur letzten Einheit gleichbleibend sein. Und das will ich tatsächlich ausprobieren. Ne, theoretisch können wir das sogar hier erstmal noch so laufen lassen. Wichtig wird es dann nur da hinten. Ne, hier können die erstmal munter parallel laufen, wie sie wollen eigentlich. Können wir uns eine ganze Menge Arbeit sparen. Wichtig ist hinten. Scheiße, du musst auch weg. Und du musst auch weg. Ob das funktioniert, werden wir das tatsächlich erst in der nächsten Folge wissen. Aber wir können das bis hierhin auf jeden Fall ausprobieren. Zumindest erstmal vorbereiten. Dahin, dahin und feuerfrei. So, dürften die Pumpen gleich wieder anrennen. So. Dann gehen wir einmal nach hier hinten. Rödel uns der Meine ans Ohr. Ja, also ich habe tatsächlich die ganze Nacht dran gesessen und zum anderen habe ich nicht bedacht, dass ich ja
jeweils zwei übertakten will und dadurch vier Kraftwerke befeuern kann. Das war das nächste Problem, das mir eingefallen ist und ich mich schon wieder für blöd gehalten habe. So, hier hoch. Ah ne, drei kann ich damit genau befeuern. Drei, vier, scheißegal. So. Auf jeden Fall fangen wir hier jetzt erstmal an. Und zwar bevor wir an dieses Kraftwerk gehen. Das heißt, der ganze Kram hier kommt komplett weggerissen. Rödel, rödel, rödel. Und hier, das kann bleiben, kommt dann tatsächlich auch noch so ein T-Stück ran. So. Das kann von mir aus hier bleiben. Dann kommst du. Das machen wir jetzt gleich richtig. Ich weiß, ich wollte es eigentlich nicht, aber irgendwie geht es mir auf den Sender sonst. So. Dahin. Pipeline. Rüber. So. Das hat noch einen ganz guten anderen Grund, warum wir das alles nochmal wegnehmen hier. Denn wir können da dann direkt mit dem anderen Rohr auch rangehen. So. T-Stück. Wo kommt der raus? Auf Höhe des silbernen Drahts. Stücks. Etwa da. Rohr rüber. Rohr. Das gleiche hier. Wo kommt der raus? Ebenfalls auf der Höhe etwa. Was ist denn da los? Das ist der Tinnef. Wieder ein Rohr ran. Ja, da etwa. Da wieder ein T-Stück. Von da nach da. Hier ist es schon richtig, hier ist es noch falsch. Geht nicht anders. Weg damit. Ach, da fehlt auch noch ein Teil. Nicht, dass hier das Wasser am Ende nicht ankommt. Das wäre echt scheiße. So, hier wieder rüber. Rödel, rödel, rödel. Hier kommt es wieder. Okay, ungefähr auf der Strichhöhe. So. Rohr ran. Und dann sind wir hier auch schon beim letzten. Das nervt ja. Das ist ja genau quasi bei der Stütze. Naja, hat verpasst, ne? So. So, und wenn wir jetzt direkt hier parallel dieses Rohr nämlich ziehen. Das wird nochmal umgelegt. Müssten wir komplett den Druck erhalten können. Wir lassen uns ein bisschen mehr Platz. Was soll der Geiz? Hier eins hin. So. Hier eins hin. Und da gibt es noch keine Stütze, auch schön. Und hier eins hin. Jo, passt genau. Hier hin. Hier hin. Und dann kann das hier am Ende noch weiterlaufen, wie es lustig ist. So, jetzt brauchen wir noch wieder ein paar T-Stücke. Nee, so nicht. Zack. Und von da sitzt natürlich wieder nicht richtig. Gehen wir wieder rüber. Wir drehen es mal komplett um. Geht wieder nicht. Ich habe die vorhin sauber nebeneinander gehabt. Da das echt ganz easy funktioniert. Warum es jetzt nicht will, weiß der Geier. Genau so. So, so machen wir das jetzt bei allen. So, dass der Druck von einem Rohr aufs andere Rohr immer wieder erhöht wird, obwohl das Kraftwerk was abnimmt. Und ich werde gleich gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen Luft. Und könnten vielleicht noch ein bisschen nach Kohle gehen. So, das sitzt auch dran. Sauber. Wenn man es einmal hat, ne? So. Da. Und hier das letzte. Hier knarzen die Rohre direkt. Uah. So.
theoretisch müssten über diese Pipeline-Stücke, also über das Rohr, müsste das Rohr immer wieder aufgefüllt werden, sodass der Druck bei allen vollständig erhalten bleibt. Müsste. Müsste ist immer so eine Sache, ne? Hätte liegt embedded. Ne, sodass hier der Druck immer noch voll Lotte ist, selbst wenn das Kraftwerk abnimmt. Ne, was es jetzt natürlich nicht tut, logischerweise. So. Ausprobieren wird auch schwierig, da wir natürlich die Last auch voll abnehmen müssten und wir quasi noch keine Last da haben. Das ist ein bisschen blöd. Wir bräuchten jetzt in jedem Fall erstmal Kohle. Und wir haben jetzt dafür noch 20 Minuten Zeit. Gucken wir doch mal. Falsche Taste. Dumm gelaufen. Kohle. Brauchen wir denn? Oh Gott, ich ahne Schreckliches. Wow. 728 Meter. Das ist dann wahrscheinlich auch noch unsere Kohlemine, die wir sowieso schon haben. Was wir machen könnten, in Anbetracht dessen, dass wir die beiden Kraftwerke da nachher nicht mehr brauchen. Wir könnten alles auf die Kraftwerke legen. Dann kriegen wir auch eine ganze Menge vom Strom abgenommen. Hier haben wir jetzt 75, 150, 300, 450 Watt, die wir allein mit den Kraftwerken liefern könnten. Wenn wir dann alle anderen abnehmen, müsste das passen. Wir müssten nur die Kohle hier schaffen, die eigentlich von da kommt. Machen wir das? Ich glaube, wir machen das, oder? Ja. Und wir müssen hier dringend mal eine Treppe hochbauen. Das können wir vielleicht nebenbei auch noch machen. Also, na komm. Das überleben wir, sag ich doch. Zack. Und hoch. Dann bauen wir hier erstmal eine Treppe hoch. Haben wir schon diese Links-Rechts-Treppendinger? Ja. Treppe rechts. Und dann bauen wir einfach hier nach oben. Zack. Mal sehen, wie das funktioniert. Ja, relativ gut. Wenn auch geländerfrei, was ein bisschen doof ist vielleicht. Aber wir kommen nach oben. Und höher und höher und einfach immer höher. Ich glaube, das sieht nachher sogar ganz cool aus, wenn wir ganz oben sind. Höher, höher, höher. Okay, das ist so viele werden, habe ich tatsächlich nicht erwartet. Ich hatte gehofft, man kommt ein bisschen höher mit einer. So. Und dann haben wir hier, ich möchte mal sagen, die letzte. Ja. Und dann gehen wir erstmal darüber. Dann hier quasi einen Aussichtspunkt. So. Ich glaube, es nervt mich, aber es ist besser als nix. Man kommt erstmal von A nach B. Sieht auch ernst scheiße aus. Wir machen da einen Turm draus. Zack, Wände ran, fertig. Glasturm wäre cool, aber ich glaube, ich nehme die braunen tatsächlich. Will ich die so rum? Ich glaube, ich will die so rum. Vielleicht sollte man auch eine Tür dahin bauen. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Kommst du mal weg. Da bauen wir eine Tür hin. Tür links. So. Und na, bin ich jetzt doof? Da ist er. Und hier auch noch dicht. So. Bauen wir gleich hoch. Und dann sieht das nicht ganz so behämmert aus. Und mit Glas wäre alles viel, viel schöner. Verdammte Scheiße. Oh, keine Stahlplatten mehr. Na egal. Unser Treppenbau. Na gut. Leben wir erstmal mit. Jetzt holen wir Kohle. Und da wird dann unsere Produktion wahrscheinlich kurzfristig stillstehen. Außer ich baue da irgendwie einen Puffer vor.
was eigentlich ganz schlau wäre. Ne, so ein Kohlepuffer. Und wir müssten eigentlich auch gleich einen Miner Level 2 bauen. Damit wir gleich das Kohlekraftwerk einmal verbessern können. So, wie machen wir das? Erstmal brauchen wir Stahlbetonträger. Ich glaube 24 brauchen wir insgesamt. Ne, gar nicht. 12. Und eine Menge Stahl. Ja, wir bringen dann nämlich gleich die Fließbänder auch auf Level 3. Damit wir genug rankriegen von dem Scheiß. So, ein Dings brauchen wir zudem. Habe ich hier keine. Da hinten habe ich es jetzt, genau. Müssen wir einmal hier hin. Zack. Nee. Hä? Haben wir hier nicht so eine Werkbank immer gehabt? Wo sind die hin? Bin ich doof? Na gut, bauen wir halt neu. Was soll's, Weltraumlicht brauchen schon. Hä, die waren doch hier immer drin. Ist die Werkstatt hier nicht mehr? Das ist ja interessant. Und ich habe keine Eisenplatten mehr. Ach komm schon. Mann ey, immer der gleiche Scheiß. Dann können wir es auch in der Werkbank geben. Ne, es ist gar keine Werkbank. Ah! Drecksscheiß. So, her damit. Alles einmal sortieren. Können wir auch gleich Stahl holen, wenn wir schon mal unterwegs sind. Was brauche ich denn noch für Fließbänder Level 3? Nur Stahl. Sehr schön. Produktion meiner Mark 2 braucht modulare Rahmen. Und 20 Rohre. Haben wir die dabei? Modulare Rahmen. Nö, haben wir auch nicht da. Müssen wir auch gleich noch holen. So. Wir müssen noch eine ganze Ecke laufen hier. Ich habe nicht genug Stahlplatten. Was ist denn hier los? Ich könnte viel mehr haben. Versteckte Eisenplatten. Da haben wir sie doch. Kommen sogar gerade zwei an. Perfekt. So, und den Rest machen wir voll mit Stahl. Beziehungsweise einen Miner bauen wir noch. Den können wir jetzt hier bauen. Haha. Perfekt. Wenn wir schon mal hier sind. Mobile Miner. Der natürlich limitiert, was ich mitnehmen kann. Ne? Das ist ein bisschen ätzend. Aber was soll das hier? Brauche nicht. Das bisschen Holz ist mir auch scheißegal. So. Sagt die Uhr. Die Uhr sagt noch eine Viertelstunde. Mehr Puffer haben wir nicht. Du bist noch nicht voll und du bist schon ganz schön voll. So, wir werden so Unmengen davon brauchen. Ekelhaft, aber gut. So, theoretisch sollten wir jetzt den Miner Mark 2 bauen können. Nein, 20 Rohre haben wir vergessen. Die haben wir da oben. Halt, aber hier müssen die wieder raus. Oder habe ich schon Rohre im Inventar? Nö. 20 Rohre bitte. Vielen lieben Dank. Von denen brauchen wir zum Glück noch nicht ganz so viel. So. Rennen wir einmal zurück. Das wird mein erster Miner Mark 2. Ist doch auch ganz cool, oder? Aber wir haben ja irgendwie nicht vernünftig Kohle in der Nähe sonst. Das nervt. Da liegt sogar noch ein Schneckchen, das ich mir holen könnte. Das wäre herrlich. Und Nüffe. Mehr Nüffe. Die Nüsse sind eigentlich voll scheiße. Aber gut. Also bin ich hier echt vorbeigelaufen und hab die nicht geholt? Was geht denn hier ab, ey? Manchmal bin ich auch blind wie eine Schnecke. Oder wie ein Maulwurf, besser gesagt. Schnecke. Ist auch geil. Und wenn ich die alle abreiße, werde ich wieder Unmengen Kohle im Inventar haben. Super. Freue mich jetzt schon. Beziehungsweise wird hier auf dem Boden rumliegen, weil ich nicht genug Stahlplatten habe. Oder weil ich so viele Stahlplatten habe, so muss es heißen. Aber ich sollte ja gleich wieder ein bisschen was freikriegen, dadurch, dass ich das Ding da hinten ersetze. Und ich sollte mal gucken, was das da unten ist. Denn, wie mir Dings hier geschrieben hat, Thorsten, muss ich mal Schwefel finden, das ich dringend gebrauchen könnte. So, da kommt der Miner wieder raus. Und
Da liegt jetzt natürlich ein bisschen was, macht aber nichts. Meiner Mark 2. Wie zu teuer. Achso. Ich sollte den Miner dann noch aufheben. Oh, nee. Kommen die Schrauben kurz weg. Liegen da natürlich super. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Kurz den Stahl ablegen. Zack, zack, zack. Den ganzen Scheiß hier wegholen. Her damit. Und dann können wir auch den Miner draufsetzen. Miner Mark 2. Gib mir hart. Und jetzt könnten wir eigentlich auch gleich mal, wenn wir schon dabei sind, die Fließbänder ersetzen. Zack. Die ich hier in meinem Inventar habe. Na, die kann ich noch nicht, aber gut. Können wir gleich, sobald wir hier alles mit Fließbändern voll haben. Derweil kriegt der schon mal Strom. Gut, der legt los. Oh, bleibt da halt ein bisschen Stahl liegen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Weg. Weg. Ach, ich brauche da ja gar nicht mehr rein. Ich habe ja jetzt die hier. Hier hin. Sieht immer noch nicht wunderschön aus, aber die haben einfach mehr Power. Und wir brauchen wir jetzt auch, weil der meine natürlich mehr liefert. So. Und ich kann jetzt schon die ganze Kohle nicht mitnehmen. Super gut. Liegt dann hier dämlich auf dem Boden rum, oder was? 100, 100. Und der nächste Stack ist noch eine ganze Weile nicht weg. Was ist denn hier los? Ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen. So. Gucken wir nochmal. Ich wollte hier schon ganz gerne über dem Bodenterrain bleiben. Achso. Ich wollte gerade sagen, warum kommt denn hier keine Kohle? Was soll denn das? Zack. Und zack. Weg damit. Und nach da. Und nach da. Das auch weg. Das auch weg. Den ganzen Scheiß ersetzen. Braucht kein Mensch. Wo müssen wir jetzt hin? So und so. Das weg. Und. Oh, mehr sind gar nicht. Gut. Ob ich die ganze Kohle hier einsammle, ne? Das wird der Wahnsinn. Weg. Weg. Erstaunlich finde ich, dass ich die Kohle, die hier auf dem Fließband liegt, noch immer nicht verbraucht habe. So. Und jetzt müssen wir irgendwie nach da oben kommen. Nanu? Warum ist das jetzt passiert? Wir machen das mal schon mal hoch. Ich weiß nicht, warum das gerade passiert ist. Warum ist uns der Strom jetzt ausgegangen? Ist schon wieder unser ganzer Dings weg? Ich kann es mir nicht vorstellen. So, und was können wir? Soweit. Das mault mich nicht voll, weil ich nicht so schön gerade baue. Ne? Ich will sowas nicht hören. Ich fühle mich schon schlecht genug dabei. So. So. Und so. Zack. Und dann können wir von hier aus auf jeden Fall erstmal... Wo haben wir da jetzt raufgebaut? Einen daneben. Gut. Wie, wir kommen mit dem nicht so weit wie mit dem? Das ist ja assi. Förderband zu lang. Ich glaube, das nervt mich jetzt schon. Aber egal. Zum Ausprobieren soll es reichen. So. Wie unübersichtlich. Super gut. Na komm. Tu es. Genau. Zack. Von da nach da. Einmal durchrutschen. Oder auch nicht. Dafür muss man schon mal sprinten, wa? Zack. So. Und dann müssen wir da hoch.
Da würde ich direkt parallel zu dem anderen da einfach bauen. Einfach weil wir es können. Das heißt. Hä? Oh, ja, hi. Was geht ab, Keule? So. Hier auch noch ein. Dann machen wir das hier ab. Und dann müssen wir irgendwie schnell da nach oben. Laufen wir da am besten außen rum oder wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Ne, von da aus würde ich jetzt da einfach auf den erhöhten Träger raufgehen. Kann ich da hochrennen? Schaffe ich das? Scheiße. Na komm. Okay, das haben wir erstmal geschafft. Ich glaube, bei denen geht das noch. Bei dem nächstbesseren wahrscheinlich schon nicht mehr. Was ist denn hier passiert? Naja. Wir nehmen das wieder mal so hin. Okay. Das ändern wir gleich mal. Wenn wir schon mal dabei sind. Weil das ist ja hier absoluter Tinnef. Zack. Da reicht auch das normale Förderband noch. Oh Gott, welches ist da welches? Ich glaube, das da muss hier ran. Und das muss daran. Und dann brauchen wir hier eins drüber. Zack. Da holen wir jetzt die. So. Und dann hier hoch. Sitzt das auch so komisch? Das sitzt auch so komisch. Was ist denn hier los? Das ist ja Endspanner. Das ist das Falsche. Ich krieg eine Macke, ey. Na komm. So geht's. Und dann da hoch. Was für ein Kuddelmuddel, meine Herren. Na komm. Du dahin. Du hierhin. Rüll, rüll, rüll. Wo sitzt hier der Fuß? Ach komm schon. Wo hier können wir dann auch eigentlich zu unserem Wasser hingehen. Gehen wir direkt hier nach oben. Ja, wir machen das einfach. So. Und so. Was ist hier los? Warum kommt hier kein Eisen? Ach ja, weil wir keinen Strom haben. Deswegen kommt kein Eisen. Ich hoffe, die Kohle, die jetzt noch kommt, die reicht. Warum steht das Rohr hier einzeln? Um die Kohlekraftwerke ans Laufen zu kriegen. Das wäre ja halt schon irgendwie gut, ne? So, dann fix einmal hier Fundamente ran. Damit wir hier zwischenkommen. Und dann gucken wir mal, ob meine Theorie irgendwie aufgeht. Obwohl, erstmal gucken wir, ob wir überhaupt wieder Strom kriegen. Das wäre erstmal das Optimum, wa? So, bis da. Dann einmal hier rum. Da soll es hingehen. So. Von da nach da. Und dann einfach stumpf hier rüber. So. Das sind uns drei Platten frei. Ja. Eins, zwei, drei Platten frei. Und weiter geht's. Und hier ebenfalls. Eins, zwei, drei Platten frei. Oh. Dumm, 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 dumm. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht hoch, ne? Oh, ich hasse es. Hier kommt eine Rampe, die dann noch erstmal bleibt. So. So. Das müsste stimmen. Und
kommt da ein bisschen ran. So, dann ist die Kohle erstmal glatt durchgelaufen. Okay. Das möchte ich aber jetzt erstmal noch gar nicht. Ich will, dass sie sich halbwegs gleichmäßig verteilt, damit ich hier alle Kraftwerke ans Laufen kriege. Und alles, was ich an Kohle habe, schmeiße ich jetzt erstmal gleich hier in den ersten rein. Zack, ein Stack voll und hier kommen nochmal ein paar rein. Oh, gerade so gereicht mit den Stahlrohren. Ne, es reicht nicht mal. Ha, leck mich am Arsch. Gut, die Förderbänder sind eh zu schnell. Hier können wir die normalen hochbauen. Das reicht für ein normales Kohlekraftwerk. Die produzieren mehr, als man eigentlich braucht. So, Förderbandsplitter. Gucken wir mal. Dass wir das irgendwie sauber hier angeklatscht kriegen. Ah, okay. Ein hier. Wie willst du denn erzählen, dass das eine gerade Ausrichtung ist, du Arsch? Ah, jetzt kommt das schon eher hin. So. Und hier auch noch. Und so. Und hier auch nochmal. Und so. Jetzt reiße ich die ganzen Dinger gleich wieder ab, weil ich ein Idiot bin. Und so. Und den letzten. Und so. Sehr schön. Dann nehmen wir die alle wieder weg, weil das ja sonst irgendwie aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund nicht läuft. Ne, ich meine, Thorsten hat gesagt, doch, das geht, aber ich sage recht deutlich, das geht nicht. Bei jedem Splitter, den ich bisher gebaut habe, lief das schief. So, und den eigentlich auch weg. Und dann kann das von mir aus schicki gemacht werden. Warum? Moment mal, das kommt da hier hinten und vorne nicht hin. Das kommt doch hinten und vorne nicht hin. Mann ey. So, welcher sitzt denn noch richtig? Der hier sitzt auf jeden Fall massig falsch. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Wieso lässt er sich denn so echt gut ausrichten? Das ist doch... Der ist gut. Und der hier ist auch gut. Gut. Das Förderband muss auch nochmal weg. Und dann von da nach da, von da nach da, von da nach da, von da nach da, von da nach, wir brauchen noch einen. Scheiße. Das kommt doch hier alles hinten und vorne nicht hin. Stimmt das? Theoretisch ja, ne? So. So. Und dann müsste das alles hinkommen. Und einfache Förderbänder nach oben reicht völlig. Theoretisch. Dahin. 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 Und dahin. Dann hier hinten noch wieder ran und dann gucken wir mal, wie sich der Spaß verteilt. Rödel, rödel, rödel. Einmal vollschwemmen, bitte. Das funzt. Das funzt auch. Da kommt auch noch was an. Hauptsache, alle haben ein Ende ein bisschen was, dass wir die erstmal anschmeißen können. Und dann müssen die natürlich erstmal noch ans Stromnetz ran. Sonst bringen die mir gar nichts. Aber anschmeißen kann ich sie trotzdem. Habe ich hier nicht so einen Generalschalter? Was ist denn hier los? Gut, wir müssen noch zu Strom rannehmen. Halbe Stunde ist auch rum. Ne? Es wird Zeit. It's getting time. Machen wir auf jede Platte ein? Ja. Machen wir. So. So.
So. Und so. Und jetzt kriegt ihr Jungs alle Strömung. Schön, dass das gleich andrückt, ohne dass es einen Verbraucher hat. So. Und so. Und so. Und oh. Der braucht keinen, der braucht den. Und dann haben alle. Sehr schön. Dann liefern wir die Strömung einmal nach hier rüber. Und gucken mal, wo wir ans Stromnetz kommen. Theoretisch da. Und schon ist Ruhe. Warum ist wieder Ruhe? Weil der Rest aus ist. Ja. Let's try this. Okay, 620 Gesamtkapazität. Und wir gucken. Obwohl, wir nehmen erstmal unsere Biogeneratoren ab. Zack, zack, zack. Ja, ja. Quatsch mir nicht voll. Wir nehmen die Biogeneratoren komplett vom Netz tatsächlich. Die sollten wir nicht benötigen müssen. Und auch die anderen beiden Kohlekraftwerke, um das jetzt noch fix zu Ende zu testen. Zack. Und zack. Und hier wird das Ganze vom Netz gehen. Das klingt schon mal scheiße. Was ist das hier? Das ist der meine. Achso, gut. Der kriegt einfach nur nicht richtig Strom. Ich weiß nicht, ob jetzt alles ausgegangen ist oder nur dieser eine meiner, aber ich glaube tatsächlich alles. Was nun? Wieso haben wir nur 150 Kapazität? Weil ich den Strom nicht runtergezogen habe, ich Idiot. Nee, ich bin noch da dran. Eigentlich sollte das laufen wie Hulle. Wir gehen mal nochmal zur Sicherheit an den da. Und mit dem an den hier. Irgendwo habe ich hier jetzt gerade einen Denkfehler drin. Aber okay. Kicken wir mal. Jetzt laufen sie alle. Sehr schön. Alle am Netz. Kapazität immer noch 620. Das ist ja auch interessant. Hängen die nochmal irgendwo dran? Ah, die beliefern den Miner da hinten. Nee, das will ich ja auch nicht. Obwohl, der eine Miner macht den Kohl nicht fett, ne? Aber der Miner läuft jetzt nicht. Aber da kommt immer noch massig Kohle. Nehmen das mal weg. Und dann holen wir die Kohle, den Strom einfach ganz provisorisch von... ich habe keine Ahnung tatsächlich. Wo holen wir den Strom gerade her? Holen wir den da von da hinten. Schick machen können wir das in der nächsten Folge. So, und... bist natürlich voll. Ach komm, leck mich doch. Wo nehmen wir das jetzt her? Von da. So. Gut, dann läuft der Miner und wir gucken mal einmal, wie die, was die Wasserfüllstände von den Kraftwerken sagen. Auf jeden Fall laufen sie alle und sie haben auch alle noch Kohle. Das wäre auch arg seltsam, aber nicht. Denn wir haben eigentlich Wasser im Überfluss für die paar Generatoren. Da müssten eigentlich... oh Gott, eine Menge mitlaufen auf jeden Fall. Weit mehr auf jeden Fall, aber mehr als mit drei Pumpen, meine ich. Wenn nur die drei Pumpen vom ersten Zulauf an wären. Und das gucken wir gleich einmal.
So, drunter durch und wir interessieren uns vor allem. Sehr schön, hier läuft die Kohle. Für den hier hinten. Der ist voll mit Wasser. Aber wir brauchen auch gar nicht so extrem viel Strom, ne? Immer noch 620 Kapazität. Warum sich das nicht erhöht hat, sei mal dahingestellt. Das ist generell eine recht krumme Zahl für... Wir haben Output von 75 pro Generator. Ne? Wie das so krumm sein kann... Achso, ja. Wir haben ja noch einen bei der Pumpe hinten stehen. Aber ansonsten, glaube ich, kein Biobrenner mehr, der jetzt Strom liefern würde. Aber ich bin jetzt mal beruhigt, dass mit dem Wasser funktioniert. Die Kraftwerke laufen. Und ja, eigentlich gefällt mir das ganz gut hier. Nur im Zweifelsfall haue ich hier einfach noch mehr Rohre neben. Und erweitere das System einfach immer stärker. Ne, wie ich gerade lustig bin. Ne, ich kann auch Kraftwerke auf die andere Seite nochmal platschen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Ja, dann soll ich meine erste 2-Stunden-Folge. Leck mich am Arsch. War anders geplant, aber zurück zur Verabschiedung. Bis denn. Ich mich fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Verschlimmbessert mich in dem, was ich hier so verzapfe. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal.